Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüben von der Firma Stüben Kfz Alarm und wir beschäftigen uns seit 25 Jahren mit dem Thema Fahrzeugsicherheit. Ich bin heute zu Gast beim Burkhardt. Hallo Burkhardt. Hallo Kai. Und ich sitze hier in Burkhardt seinem Wohnmobil. Das ist ein Hümer. Hümer Tramp 704 SL. Ja, mit Wohnmobilen. Die ganzen Bezeichnungen kann ich mir natürlich nicht merken. Nachdem ich auf dem Caravan-Salon war, war ich auch völlig überfordert. Das ist ja wirklich gigantisch, wie viel Auswahl man, wie viel Geld man ausgeben kann. Ne? Ja, den Burkhardt habe ich heute für die Kamera geholt, weil der ist zu Gast bei uns, beziehungsweise sein Wohnmobil ist zu Gast bei uns, um es absichern zu lassen. Und wir haben ja eigentlich eine Botschaft, die wir loswerden wollen. Ne? Was sollte man tun, wenn man sich so ein Auto kauft? Tja, ich kann mal kurz berichten, was mir passiert ist. Vor ungefähr 4 Wochen war ich in Schweden in Urlaub, in Südschweden. Und auf der Rücktour habe ich nochmal einen Abstecher gemacht in Malmö bei IKEA. Mhm. Habe dort mich ein bisschen umgeschaut bei IKEA und was gegessen. Beim Weiterfahren habe ich festgestellt, dass irgendwas mit dem Wohnmobil nicht stimmt. Ja, die Aufbautür wollte ich aufschließen und das war schon irgendwie so eigenartig. Habe dann die Außentüren angefasst, die waren zu. Und habe sie dann aufgemacht. Meine Frau ist eingestiegen und hat gesagt, das Navi fehlt. Ich sage, wie, das Navi fehlt? Ja, so ist das Navi fehlt. Ja, und dann natürlich geguckt und ja, das Navi hat gefehlt, die Kamera hat gefehlt, mein Handy hat gefehlt und mein Tablet hat gefehlt und diverse Kosmetik-Sachen. Habt ihr bei IKEA eingetauscht? Hatte ja keine eingetauscht, wir hatten nicht mehr genug Geld, dann mussten wir tauschen und das war die schnellste und beste Lösung. Gut, was ist wirklich passiert? Ja, die sind auf der Fahrerseite mit dem sogenannten Polenschlüssel rein, das Ding aufgebrochen. Okay, ich muss mal kurz unterbrechen. Polenschlüssel ist mir natürlich bekannt als Turbodecoder. Ist ein sogenannter Zifix. Ist so ein Multitool, mit dem Pannendienst und Werkstätten nutzen, um spurlos ins Auto zu kommen. Ne? Also woher weißt du, dass die sowas benutzt haben? Nee, also ich kenne diesen Polenschlüssel als einen gehärteten Stahl oder einen Schraubenzieher, den man dann ins Schloss, in den Schließzylinder reinhaut und dann mit Gewalt aufbricht. Also da sind wir dann. Okay, also es gab Einbruchspuren an dem Auto, die du da aber in Schweden noch gar nicht gesehen hast. Die man da noch nicht gesehen hat. Das Fahrzeug war wieder verriegelt. Ah, die haben es zugemacht. Also die sind reingegangen, haben es innen über diesen ZV zugemacht. Ah, okay. Haben dann ihre Sachen gesucht, die sie. Okay, also du bist mit deiner Frau in IKEA, beim IKEA losgefahren, hast es gar nicht gemerkt und hast es dann wann festgestellt? Doch, ich habe es dann noch gemerkt, beim Einsteigen. Ah, okay. Also wir sind über diese Aufbautür eingestiegen, also reingestiegen und haben gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn wir jetzt über die normalen Fahrerhaustür und Beifahrertür eingestiegen wären, dann hätten wir nichts gemerkt, weil alles verriegelt war und alles ganz normal war. Okay. Mhm. Und dann, wie ging es dann weiter? So, dann erstmal geguckt, was fehlt. Wie gesagt, diese 4 Artikel, also sind Wertgegenstände, die nur geklaut wurden und Kosmetik. Und ja, dann bist du erstmal geschockt. Dann habe ich mir einen IKEA-Mitarbeiter gesucht, habe versucht, denen das klarzumachen, was passiert ist auf dem Parkplatz. Und wollten dann die Polizei benachrichtigen. Das ist nicht so einfach. In Schweden ist die Polizei noch lässiger wie in Deutschland. Da kommt auch keiner raus. Der hat dann mit mehreren Dienststellen gesprochen, bis er eine gefunden hat, die dann das aufgenommen hat. Also er hat gedolmetscht, ich habe ihm das erklärt. Und als dann alles aufgenommen war, musste ich dann noch zentral nach Malmö zu der Hauptdienststelle der Polizei und musste den Bericht abholen. Das war natürlich sehr zeitaufwendig. Da sitzt du und musst eine Marke ziehen, so wie beim Arbeitsamt. Und dann kommst du ran und kriegst deinen Bericht. Mhm. Okay, ich war mit meinem Kameramann in Düsseldorf auf der Caravan-Messe und wenn wir in den Autos waren, haben wir mit ganz vielen Leuten zu tun gehabt, die uns gefragt haben, was wir machen. Wir haben natürlich gesagt, wir machen Videos für Alarmanlagen und die Feedbacks, die ich da auf der Messe hatte. Ich mache das ja schon seit 25 Jahren im Pkw-Bereich. Die Wohnmobile werden jetzt natürlich immer zunehmender durch die Lösung von Vodafone Automotive. Haben wir halt jeden Tag Kunden hier. Und was wir jeden Tag haben, was der Grund ist, warum ich mit dir vor der Kamera sitze, weil ich den Leuten einfach mal sagen möchte oder mitteilen möchte, womit wir hier jeden Tag zu tun haben. Was ich auf der Caravan-Messe auch mitbekommen habe, wie viele Leute damit zu tun haben und so wirklich, sagen wir mal,
im Grunde genommen völlig unvorbereitet in den Urlaub fahren, neues Auto haben, neu im Campingbereich sind, sich nicht informiert haben. Und ich fahre, im Grunde genommen bin ich in meiner Kindheit schon immer mit meinen Eltern nach Schweden gefahren, da war nie ein Ferienhaus abgeschlossen. Wenn du heute mit den Schweden sprichst, da sägen sie die Außenbordmotoren mit Kettensägen hinten aus dem Boden raus. Mhm. Und also ich sag mal, diese Idylle, die man dort glaubt vorzufinden, die gibt es nicht mehr. Diese offenen Grenzen, die haben nicht nur Vorteile für uns, oder? Das ist so. Der gute Mann da, der Mitarbeiter von IKEA, hat er mir auch gesagt, dass es eine Zeit lang so schlimm war, dass Polizei auf dem Dach stationiert war und diesen Parkplatz observiert hat und dann verdächtige Leute eben festgenommen und verhört haben. Also man sollte auch nicht den Fehler machen, sich abseits auf dem Parkplatz irgendwo hinzustellen, sondern dicht dran an die anderen PKWs. Hinterher neben, also es stand schon ein Wohnmobil da und ich habe mich daneben gestellt, war vielleicht ein Fehler. Denn man hat auch von vielen gehört, die stellen sich mit dem Wohnmobil hin und wenn dann Leute kommen, die stellen sich automatisch daneben. Ah, okay. Und schon sind sie aus dem Sichtschutz raus, dass Leute das sehen können. Ne? Und da hilft einfach nur eine Alarmanlage. Also es ist natürlich so, mit so einem Auto kann man sich natürlich auch nicht verstecken. Und ich war nachdem, du sagst, du warst mit deiner Frau unterwegs. Mhm. Ich sag mal, wenn sowas passiert ist, dann ist ja auch irgendwie so ein bisschen die, ich sag mal, man ist ja so ein bisschen wie traumatisiert, oder? Ja, das ist, man macht sich Gedanken. Ich hatte vorher, also ich hatte schon vorher ein Wohnmobil, das hatte ich über 5 Jahre, nie in den Gedanken irgendwie gehabt, ach, da kann sie einbrechen oder so. Immer weggeschoben, ach, dich trifft es ja nicht. Ne? Ja, ja. Und einmal ist es das erste Mal. Ne? Und ich sag, wenn man so viel Geld ausgibt für ein Fahrzeug, sollte man da nicht sparen, auf keinen Fall. Nee, wir haben natürlich auch viele Leute, da passieren viel schlimmere Sachen, da möchte ich jetzt hier nicht drauf eingehen, ja. Aber wir haben es natürlich auch ganz häufig, dass die ganzen Autos verschwinden. Und mit den modernen Einbruchswerkzeugen, sag ich mal, kommen die Leute natürlich auch häufig in Erklärungsnot gegenüber den Versicherungen, dass sie angeblich das Auto nicht abgeschlossen haben oder es mehrere Schlüssel gibt. Ne? Aber du bist ja auch versichert, also war es ja nicht so schlimm. Ne? Nee, ich habe von der Versicherung gar nichts gekriegt. Also es ist so, Wertgegenstände sind im Fahrzeug nicht versichert. Ich habe eine Kasko, Vollkasko, ich habe eine Hausratsversicherung bei der Versicherung, ich habe eine Gebäudeversicherung. Es tritt keine Versicherung für den Schaden ein, außer der Schaden, der an der Tür passiert ist. Aber die schwedischen Polizeibeamten haben die Diebe? Naja, keine Chance. Keine Chance. Die kommen nicht raus und das sind für die alltägliche Sachen. Naja. Und es werden bevorzugt deutsche Wohnmobile geknackt, ne, weil die wissen, die kommen mit ihren Elektrogeräten. Ja, klar, logisch. Das ist dabei, wenn du im Urlaub bist. Ist ja auch so, wenn man mit so einem Auto, mit so einem Wert durch die Gegend fährt, muss man ja ganz klar sagen, dann wissen die Leute auch, dass das natürlich im Grunde genommen Menschen sind, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und ich sag mal, sich auch ein bisschen was aufgebaut haben und dass es denen natürlich auch jetzt nicht so schlecht geht. Wenn man jetzt keine Teilkasko oder Vollkaskoversicherung hat, dann bleibt man ja auf dem Schaden, der am Auto entstanden ist, aufsitzen. Ja. Zum Beispiel dieses Schloss, was jetzt geknackt wurde, das ist ein 40-Euro-Artikel, den gibt es aber nicht einzeln bei Fiat. Es gibt nur einen kompletten Schließsatz, wo Zündschloss, Tankdeckel, sämtliche Türschlösser ausgetauscht werden. Das ist mal ruckzuck irgendwie bei 500 bis 800 Euro. Naja, und ich sag mal, häufig ist es ja natürlich auch so, dass die Diebe, wenn sie versucht haben, so ein Auto aufzubauen, das höre ich ja auch häufiger mal vom Kunden, dass sie versucht haben, das Auto im Urlaub zu entwenden und die wurden gestört. So, aber die können das Auto nicht mehr starten, die haben keine Ersatzteile. Ne? Also ich glaube mal, wenn ich überlege, dass unsere Kunden noch niemals irgendwie einen Übergriff hatten, dass der sehr präventive Schutz von so einer Alarmanlage wirklich eine echt unheimlich gute Empfehlung ist, oder die sie jetzt so ein Auto bestellen oder kaufen, also können wir wirklich einfach beide einfach nur sagen, das kann man sich echt sparen, den Ärger. Das muss man nicht ein zweites Mal sehen. So. Ne? Und wenn man sich auch mit anderen Campern unterhält, also die haben sich da schon mal mit befasst, aber wenn man jetzt konkret wird und sagt, mir ist das und das passiert, dann gehen die Ohren doch hoch, ne, und sagen, Mensch, das Kinder, ja, müsste man doch was machen. Und ja. Ja, vielen Dank, dass du mal einen kleinen Einblick uns gegeben hast von dem, was passieren kann oder was nicht zwingend passieren muss. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann möchte ich euch im Anschluss nochmal ein Video dazu zeigen, wie man sich schützen kann und was wir hier in einem ähnlichen Fahrzeug verbaut haben. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal echt unheimlich viel Freude mit dem Auto, noch viele schöne Touren nach Schweden und durch Europa mit dem Auto. Und ja, ihr schaut euch jetzt mal mein Video an. Wenn ihr noch Fragen haben solltet zu dem Thema, könnt ihr uns gerne anrufen auf der 040 535 5433 oder schickt uns eine Mail info@kaistuben.com. Ja, und ich bei dir bedanke mich recht herzlich. Ne? Danke, Kai. Danke. Hallo Leute, ich grüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven Kfz Alarm. Wir sind seit 25 Jahren Marktführer in Deutschland, wenn es um das Thema hochwertige Fahrzeugabsicherung geht. Und in meinem heutigen Video möchte ich euch eine Neuheit vorstellen von der Firma Vodafone Automotive, eine Cobra-Alarmanlage speziell für den Fiat Ducato.
Fahrzeug. Ihr wisst niemals, wer den Schlüssel von eurem Fahrzeug schon in den Händen hatte. Heutzutage mit ein bisschen krimineller Energie kann man so einen Schlüssel ganz einfach kopieren. Gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal über den komfortablen Zugang der Onboard-Diagnose, die jedes Fahrzeug heutzutage hat. Oder mit einem sogenannten Frequenzwellenverlängerer kann man die Frequenzen von so einem Schlüssel kopieren. Deshalb ist es ganz wichtig, sich ein nachträgliches Sicherheitssystem einzubauen mit einer zusätzlichen Fahreridentifikation. In unserem Fall sind das die Driverkarten, die sind optional bei der Vodafone Automotive Alarmanlage möglich und die aktivieren nicht nur dann einen Vollalarm, wenn ein Dieb mit einem nachgemachten Schlüssel kommt, sondern sie schärfen in diesem Augenblick auch nochmal die zusätzliche Wegfahrsperre. Das heißt, wenn ein Dieb kommt, kann er den Wagen zwar öffnen, löst aber den Vollalarm aus und die Wegfahrsperre ist aktiviert und kann mit einem Viertschlüssel hier nicht mehr wegfahren. So, möchte ich euch mal demonstrieren, wie wirkungsvoll die Alarmanlage in Verbindung mit dieser Driverkarte ist, die ihr einfach nur passiv am Schlüsselbund haben müsst. Das heißt, die müsst ihr gar nicht bedienen. Ich kann den Wagen jetzt ganz regulär starten, wenn ich ihn am Schlüsselbund hätte. So, mach mal aus, gebe jetzt die Driverkarte jetzt mal meiner Assistentin David. So, David geht jetzt mal ein Stückchen weg aus der Reichweite von dem Fahrzeug. Jetzt versuche ich nochmal den Wagen zu starten. Und was passiert? Ich kann den Wagen jetzt erstmal nicht starten und in diesem Augenblick geht sofort die Alarmanlage los und macht einen höllischen Lärm. Wenn ich das Fahrzeug verlasse, kann ich die Alarmanlage ganz komfortabel über den werkseitigen Viertschlüssel, wie ich es gewohnt bin, schärfen. Auf Wunsch generiert die Alarmanlage jetzt einen Quittierton. Zweimal quittiert. Ich weiß, die Alarmanlage ist geschärft. Alle Sensoren sind mitgeschärft und alle Zonen sind geschlossen. Ganz wichtig, ich habe jetzt nicht vergessen, dass ein Fenster geöffnet ist und eine Tür geöffnet ist. Was dann passiert, möchte ich euch gleich auch noch mal demonstrieren. Und ich habe auch die Möglichkeit, das mit der Driverkarte zu machen. Das heißt, wenn ich nicht den Funkschlüssel benutzen möchte, wenn ich zum Beispiel irgendwo ins Wasser gehen möchte oder so, kann ich es über die Driverkarte machen. Oder aber auch, ich kann es mit dem wasserdichten Schlüssel machen. Das ist natürlich mein absoluter Favorit. Ja, wenn jemand glaubt, er kann sich hier eine Heckgarage zu schaffen machen, wir haben hier zusätzliche Magnetkontakte verbaut. Sehr praktisch bei der Sirene, die hat einen Alarmeingang. Wir haben ja hier noch eine zweite Sirene angelernt auf die Alarmanlage, denn auch hier hinten gibt es einen richtig brutalen Lärm, wenn ich das gleich öffne. Richtig sinnvoll sind die in der Lautstärke stufenlos einstellbaren Quittiertöne in meinen Augen, wenn ich das Fahrzeug verlasse. Und ich habe vergessen, irgendeins von den Fenstern oder die Heckklappe oder die Türen richtig zu verschließen. Wenn ich jetzt das Alarmsystem schärfe, chippt die Alarmanlage nicht zweimal, sondern dreimal und ich weiß, irgendetwas habe ich am Fahrzeug vergessen zu schließen. Ja, ich kann das Fahrzeug nicht nur mit einem guten Gewissen verlassen und schärfen, sondern ich kann mich auch drin aufhalten. Die Innenraumsensoren kann ich einmal über einen Kippschalter ausschalten, sehr komfortabel, oder auch über den Programmtaster ausschalten. Wenn ich mich in dem Fahrzeug aufhalte und im Fahrzeug schlafe, habe ich den Vorteil, dass wenn mir irgendwas suspekt vorkommt, kann ich mit dem im Lieferumfang vorhin im wasserdichten Handsender einfach einen Panikalarm auslösen. Im Lieferumfang der Alarmanlage befinden sich zwei Ultraschallsensoren. Die Ultraschallsensoren sind für die Innenraumabsicherung des Fahrzeugs. Hatte ja schon bereits erwähnt, dass die abschaltbar sind. Das heißt, ihr könnt die Alarmanlage schärfen, wenn ihr im Auto schlaft. Und mit diesen Sensoren könnt ihr den gesamten Innenraum schützen. Optional lieferbar sind ja die Funkmagnetkontakte für das HEKI zum Beispiel oder für die Kunststofffenster. Und wenn ihr euch nicht die Mühe machen wollt, diese Fenster alle einzeln abzusichern, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Rundumschutz mit den Ultraschallsensoren. Um so einen Innenraumsensor zu entwickeln, braucht man sehr, sehr viel Know-how. Vodafone Automotive hat seit fast 40 Jahren Erfahrung damit, ist der größte Zulieferer im OEM-Bereich. Selbst Porsche vertraut auf diese Sensoren und eine riesengroße Liste an Kunden vertraut auf diese Systeme. Die haben mehr als 30 Millionen Alarmanlagen verkauft und wir sind wirklich absolut überzeugt von der Verarbeitungsqualität. Und ich möchte euch jetzt mal demonstrieren, was passiert, wenn ich mich in dem hinteren Bereich von dem Wohnmobil bewege, ohne dass wir zusätzliche Sensoren eingebaut haben, nur am oberen Ende der A-Säule, was dann passiert. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen hier aus dem Schatten raus. Die Alarmanlage erfasst das sofort und löst sofort den Vollalarm aus. Das beste Alarmsystem der Welt nutzt natürlich gar nichts ohne Strom. Das ist ganz wichtig, dass wir geringe Stromverbräuche haben. Sensationell bei der Cobra-Alarmanlage ist der Stromverbrauch 12 mA. Das ist kaum messbar, das ist wirklich nichts. Ganz wichtig, das Fahrzeug könnt ihr mit den Batterien hier jahrelang stehen lassen mit der geschärften Alarmanlage. Da passiert mal rein gar nichts. Und was natürlich auch super ist, dass die Funksirenen über einen sehr, sehr starken, kräftigen Zusatzakku verfügen. Was die Alarmanlage absolut sabotagesicher macht, ist die Funk-Akku-Sirene. Was mir als Installateur richtig gut gefällt bei der Sirene, ist, dass die Sirene einen separaten Alarmeingang hat. Im Lieferumfang ist ein Edelstahlhalter mit einem Motorhaubenkontakt. Wenn der Dieb jetzt von außen versucht, mit Gewalt die Motorhaube zu öffnen und die Alarmanlage zu deaktivieren, indem er die Kabel von der Sirene durchschneidet, löst er erstmal einen Vollalarm aus.
Was ein Vorteil von dieser Sirene ist, sie ist erstmal wasserfest. Das heißt, wir können sie an jedem Einbauort beliebig einbauen. Und wir können mehrere Alarmsirenen an dem System anlernen. Wir haben bei diesem Fahrzeug, weil er eine zusätzliche Heckgarage hat, auch noch eine Sirene hinten reingebaut. Und diese Sirene macht einen so höllischen Lärm, dank dem integrierten Lipopolymer-Akku, der da eingebaut ist. Der hat 1,8 Ampere. Ist die Sirene mit Akku genauso laut wie mit der Bordnetzspannung? Und wir haben es eben ausprobiert, mir piepen jetzt noch die Ohren. Möchte ich auch mal demonstrieren, ich ziehe mal den Stecker ab und dann gibt es einen höllischen Lärm. Wenn man ja über 1000 Alarmanlagen verbaut und verkauft, ist man sehr dankbar für Produkte, die selbsterklärend sind. Was mir bei der Alarmanlage richtig gut gefallen hat, ist die Sensorenabschaltung. In dem Lieferumfang ist einfach ein Kippschalter, das ist idiotensicher, da braucht man keine Bedienungsanleitung für. Ein Klick hier unten an dem Schalter und die Innenraumsensoren sind deaktiviert. Ja, wenn ihr wissen wollt, was während der Abwesenheit an eurem Fahrzeug so los war, gibt es im Lieferumfang LED-Panel. Und wie das funktioniert, möchte ich euch mal demonstrieren. Das hat drei verschiedene Funktionen. Ich kann zum einen die Einstellung der Alarmanlage darüber machen, das heißt die Sensoreneinstellung. Zum zweiten kann ich eine Notentschärfung machen und zum dritten sehe ich den Status der Alarmanlage. Schärfe jetzt mal die Alarmanlage. So, dann habe ich hier jetzt erstmal ein permanentes Leuchten der LED, bis die Alarmanlage komplett geschärft ist, weil sonst würde sie mich jetzt auch erfassen. Jetzt fängt die LED gleich an zu blinken, dann ist die Alarmanlage tatsächlich scharf. Alle Sensoren sind erkannt von der Alarmanlage und das System funktioniert einwandfrei. Und ich werde jetzt gleich mal, wenn die Alarmanlage geschärft ist, beziehungsweise aktiv ist, einen Vollalarm auslösen und zeige euch mal, wenn ihr zum Auto zurückkommt, was dann passiert. Öffne jetzt mal die Tür, Alarm geht los. Das unterbreche ich jetzt mal, in dem Fall mit dem Fiat-Schlüssel. Dann sehen wir jetzt den einmaligen Intervall und wir können in der Bedienungsanleitung sehen, einmaliger Intervall, während meiner Abwesenheit haben wir einen Vollalarm am Türkontakt gehabt. Den angezeigten Alarm von dem Türkontakt lösche ich, indem ich ganz einfach einmal die Zündung anmache. Und schon ist der Fehler gelöscht. Ja, ich habe mir ja die Alarmanlage in meinen T6 Bus eingebaut, weil ich sehr viel Outdoor-Aktivitäten mache. Mich hat das Konzept mit der Driverkarte und mit dem zusätzlichen wasserdichten Handsender absolut überzeugt, weil wenn ich rausgehe zum Fahrradfahren, ist es für mich wichtig, dass ich diesen ganzen Schlüsselkram nicht mit habe, sondern nur den wasserdichten Handsender habe. Björn, du in deinem 5er BMW hast dir jetzt auch, nachdem du eine separate Nachrüstalarmanlage hattest, eine Zubehöralarmanlage hattest, die ausgebaut und jetzt in Cobra eingebaut. Warum? Ganz einfach, ich habe bei meinem Fahrzeug ein Keyless-System und das Keyless-System war vorher nur zu schützen mit einem extra Handsender und den Komfort, den diese Driver-Card einfach bietet, war halt die Idee, das sofort zu machen. Überzeugend. Also das heißt, für Leute, die jetzt ein Keyless Go-Fahrzeug zum Beispiel haben, ist es ganz wichtig, sie brauchen nicht zusätzlich aktivieren oder schärfen und entschärfen, sie brauchen nur diese Driverskarte mit haben und können das Alarmsystem, so wie hier auch mit dem Fiat-Schlüssel, schärfen und entschärfen und haben weiterhin den Komfort, haben aber die Sicherheit von einer wechselkodierten Doppelfunkkarte, die es hundertprozentig sicher macht, weil die Alarmanlage ist ja nicht nur eine Alarmanlage, die das Navi schützt oder die den Einbruch schützt, sondern es ist ja auch eine tatsächliche Wegversperrung. Richtig, ganz genau. Und was hast du hier verbaut, das Material, und täglich in der Werkstatt, was hast du zu der Verarbeitungsqualität der Komponenten? Ist absolut hervorragend. Alles ist sehr durchdacht, also auch von der Sirene angefangen bis hin zu der Alarmanlage selber. Die Kabelbombe ist wirklich sehr durchdacht und sehr gut gemacht. Worüber ich mich ja sehr freue, mein Telefon klingelt den ganzen Tag, weil Kunden natürlich bei uns Termine machen und Fragen zu unseren Videos haben. Was ich sehr, sehr gut finde, wir haben hier eine Bedienungsanleitung, wo man wirklich mal sagen kann, das ist die einzige Alarmanlage, die wirklich eine schlüssige Bedienungsanleitung hat. Das spart uns das natürlich. Wir erklären es dem Kunden einmal und zur Not hat er, auch wenn er das Fahrzeug erst ein halbes Jahr später wieder benutzt, eine Möglichkeit, sei mal in der Bedienungsanleitung nachzuschlagen, es bleibt wirklich keine Frage offen. Ne? Nein, und vor allem die ist ja beim Ducato auch fahrzeugspezifisch. Ne? Genau, also die Ducato Alarmanlage, wenn ihr euch so ein teures Fahrzeug kauft, dann ist das diese Alarmanlage ein absolutes Muss und alle Systeme, die wir jetzt verbaut haben, also das kann ich wirklich mit einem sehr, sehr guten Gewissen sagen und in 25 Jahren, seitdem wir Alarmanlagen verbauen, ist das wirklich mal was mich freut, dass wir dem Kunden was anbieten können, wo man wirklich sagen kann, dazu gibt es überhaupt gar keine Alternative, das ist ein wirklich sehr schlüssiges Konzept. Hallo Leute! Ich würde jeden Wohnmobilfahrer raten, sich eine Alarmanlage einbauen zu lassen, um einen stressfreien Urlaub zu erleben.